Ja, genau. Spät die Schicht angezeigt. Naja, aber ja. So, ja, willkommen zu einer weiteren Runde. Der reine Silbergold. Hier ist wieder Justin mit dabei. Freue. Gute. Genau, und ich habe jetzt auch gerade noch eine Aufnahme gestartet, mir lieber für die nächsten Tage. Das heißt, ja. Die Folge kommt nämlich erst für Sonntag raus. Bis Samstag haben wir jetzt alles gepackt. Und dann, ja. Ich mag Toast. Ja, weißt du, was ich mag? Wir haben gestern bin ich mit meiner Freundin noch einkaufen gewesen. Wir haben also Fleischkäseaufschnitt geholt. War ja beim Angebot im... Was ist das denn für eine bescheuerte Startseitenstelle? Weißt du, wo ich bin? Ja, sicher. Ja. Ich fahr vorne und dann links, dann komme ich in die erste Haltestelle. Du musst auf die andere Seite rüber. Ja, falsch gespawnt. Passt so. Was haben wir denn? Du musst jetzt einmal komplett irgendwie den Bus auf die andere Straßenseite kriegen. Nö, ich fahr jetzt da gerade was weiter, also. Ja, wenn du Pech hast, zählt er dir das nicht. Doch, hat er letztes Mal schon gemacht. Echt? Hab ich auch schon gefahren. Ja, Bullshit. Weißt du, was das Leckere war? Also da waren vier verschiedene Sorten war im Angebot gewesen. Und meine Freundin isst ja auch keine rote Paprika. Aber das Lustige war einfach, Schatz, probier einfach mal. Ey, die hat nicht wirklich gegessen. Und die hat dann so einen Hunger gehabt, dass wir haben halt frisches Brot noch gehabt. Num. Ja, war fast das halbe Leib weg. Wir hatten auch Hunger gehabt, also nicht nur das, Junge, das war wirklich ein Ding, ey. Hab ich das Stief da drauf gesetzt, ich Idiot. Naja. Ey, aber ich hab gesehen, du hast gestern auch SnowRunner gezockt. Ja. Ja, auch. Lange. Ja. 6 Stunden. Nicht schlecht, ey. Coole Clique übrigens, ne? Die sind alle von meinem RP-Server, wo ich war. Ah, geil. So, was haben wir noch? 1:30, ja, komm. Die war dann noch gemütlich. Komm dir entgegen. Ja. Passt, ja. Auf jeden Fall freue ich mich. Ich habe mal gestern Abend stand ich noch eine halbe Stunde vor der Tür, ne, hab gedacht, Alter, was ist los? Wo bleibt sie denn, ne? Ich ruf so an. Oh, niemand geht ran. Ja, höre ich Musik weiter. Und der Moment, wo du dann meinst, ja, da kommt eine Lieblingsmusik, ne, dann ruft die Frau nicht mehr an. Also, ich? Ja, da rufen sie meistens immer an. Wo ich mir da auch immer gedacht habe, na super. Das können sie, ey. Gestern auch, ich war am Stream, rufe meine beste Freundin die ganze Zeit drüber. Ich bin doch am Stream. Nächste Haltestelle, Feldhauser Straße. Ja, Feldhauser Straße, die muss ich vorne links, dann passt das. Ich hatte nämlich keine Lust nochmal hier, da. Ich komme dir mit Eweko hingegen. So. Aber es war lustig gestern. Ich meine, sie hat auch gedacht, ich würde mich wieder aufregen, weil das halt so das andere Problem an der Sache. Weil wenn man halt noch was passt, schlägt es mir und du hast halt nüchtern Magen, schlägt es mir halt. Mir schlägt es halt richtig auf den Bauch und da habe ich halt richtig so eine Galle. Und wenn wir beide Hunger haben, oh, da treffen sich zwei Raubtiere, das kann ich dir jetzt schon sagen. Du bist ja schon frech. Ja, aber ich hab gesagt. Du reibst mir, während ich da bin, ne, unter die Nase und dem Chat, dass du Fleischkäse aus dem Angebot gekauft hast. Aufschnitt, ja. Das ist schon frech. Ich hab ihn sogar noch dabei, ich hab mal was mitgeholt, weil ich heute Abend hier bin. Soll ich dann noch. Ich heb dann den gerne noch hier ins Video rein. Ah, Justin Labor Case. Das ist schon frech. Sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist? Das ist frech. Das ist nicht. Bonus. Das ist nicht frech, das ist können. Ne, das ist eine bonuse Frechheit. Geil. Mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass das eine bonuse Frechheit ist. Ja. Ah, das ist gut. So. Das halten wir hier nochmal an. 2 Minuten? Ja, 2 Minuten. Dann werde ich einfach mal sagen.
Die eine Minute gönnen wir uns einfach mal. Ja, sei doch ruhig. Ich weiß, es war ein bisschen Bus. Es ist kalt im Bus, ey. Es war wirklich im Bus. Die Heizkosten nicht bezahlt für die Karre. Ach Gott. Ja, Heizkosten, die kommen auch noch. Oh ja. Die Heizkosten, die kommen noch. Oh, egal, passt schon. Ja. Was soll ich sagen? Also, sonst ist alles bei mir eigentlich top. Also, wir haben gestern Abend noch einen schönen Terminator geguckt. Der erste Teil kam ja gestern auf Kabel 1. Oder Kabel 1? Ja, Kabel 1 kam der. Aber. Mit wie viel Millionen mal Werbung drin? Ach, ich bin immer in der Werbung eingeschlafen. Die waren zu langweilig. Aber das finde ich auch so scheiße manchmal, ne? Dieses tausendmal Werbung haben, immer dann, wenn es spannend wird, ne, und der Kracher drin ist, kommen die mit Werbung um die Ecke. Ja. Das stimmt, das stimmt. Ja gut, ich meine. Das ist ja. Nächste Haltestelle. Birkenstockstraße. Das ist ja so hier wie bei Twitch manchmal, ne? Dann schlagen sie da was vor, was du mit Werbung machen kannst, wo du denkst, oh, dann doch lieber nett. Ich hab das gar nicht drin mit Werbung, weil ich das gar nicht aktivieren kann, komischerweise. Ah, das kommt noch. Ja, es geht mir halt nicht darum, dass ich für die Werbung was bekomme, an die 3 Dollar, die könnt ihr mir auch sonst wohin checken, ey. Nicht, was ich da immer da in der Woche hab. Ja, das ist halt so, ich hab Spotify drin, ja, und das ist halt so, auch wieder Produktplatzierung, der ganze Kram, ne? Und, eigentlich könnten sie dann wieder sagen, oh, hier kann man vorgehen, zack, 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 ne, das ist ja auch, das wird ja auch dann das erste Testvideo dann quasi sein, für YouTube, ob dann was kommt, ne, weil wenn dann was kommt, muss ich's ja rausnehmen aus der Szene. Also, wie gesagt, nur wenn wir ein Video machen. Das ist halt das Experiment, was ich machen will. Ob das passen wird, weiß ich nicht. Deswegen, also. Das scheint so ein 50-50-Ding. Ja, das ist. Nächste Haltestelle: Beethovenstraße. Ja, genau. Lass dann im Stream, im Video da und die Beethoven mit mir laufen, ne? Nein, Gottes Willen, ey. Das will ich nicht. So. Aber wie gesagt, für die Woche für den 23., wenn ich da für die Spedition auf Tour bin, muss man ein bisschen was vorproduzieren. Hallo. Ja. Hallo. Und moin. Ja, weil wie gesagt, ich möchte euch schon noch ein bisschen was bieten können. Da liegen lassen. So, ich darf gleich trotzdem freien Tag in die A. Ah, das ist mies, wenn man freien Tag hat, trotzdem noch arbeiten gehen. Hab ich das richtig verstanden, Tom? Das ist wirklich mies, also. Eine Minute 30. Ja. Ich halte Stille, bist du jetzt? Scholtenbrücke. Martin Luther Kirche. Weißt du was? Wir schieben direkt noch eine Tour nach, ey. Wie gesagt, ich habe halt so lange Zeit, da brauche ich mir keinen Stress zu machen. Da können wir heute noch ruhig ein bisschen Geld reinfahren. Fahren wir danach noch rein und dann stellen wir. Gucken wir von Hohenkirchen dann mal erstmal den Bus davor. Das heißt, ihr Lieben, ich werde da noch kurz die. Oder ich hoffe, ihr habt ja dann noch die Busdatei. Die Red Meat-Datei. Dann gehen wir das Ganze einfach mal durch. Moin, moin. Einmal rein mit euch. Oh, ich hasse es. Ist ja nur der Iveco wirklich neu, der MAN. Der ist ja von Bad Hügelsdorf. Ja, genau. Aber mich wundert sowieso. Die Beschilderung von Hohenkirchen, warum ich dauernd bei unseren Bussen, also wie gesagt, 8 wegen Sonderzeichen, das muss ja irgendwie änderbar sein. Oder es wurde schon was verändert, dass es halt die Hofdatei schon gibt, weil die will ich auf jeden Fall drin haben. Also da muss man auf jeden Fall mal bei
beim Crispo auf dem Server mal durchgucken, weil da gibt's ja auch, habe ich heute Morgen nochmal ein bisschen spioniert, was es Schönes gibt und ja. Da schauen wir einfach mal, ne? Also. Je nachdem, wie es halt da halt ist, ne? Aber wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr auf jeden Fall mit wieder bei Justin und mir. Ja, Omsi, was ist los? Was willst du? Hier fährt bestimmt ein Solaris rum. Hier fährt bestimmt ein Solaris rum, sonst wird's nicht ruckeln. Hallo, Busfahrer. Opa ist out. Otterblitz, moin. Auch in dich, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Justin hat gerade die Sprache verschlagen. Nee, nee. Ah, okay. Bei mir. Also, okay. Der ganz kleine. Oh, wie goldig. Da haben wir auch gestern eine lustige Situation gehabt im Edeka. Frau mit ihrer zwei kleinen Kinder da, die Windelschießer da. Habe ich gesagt, Achtung, dürfen wir mal vorbei. Und die Kleine so. Wollte uns gar nicht mit dem Einkaufswagen durchlassen. Mhm. Aber goldig. Naja, aber es war auch heute Morgen, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr die Bilder. Ach ne, die Bilder dürft ihr heute Morgen gar nicht gesehen haben auf Twitter, ne? Weil da ich die. Weil ab und zu bin ich jetzt momentan viel dabei, auch bei mir auf Twitter ein paar ÖPNV-Bilder rauszuhauen. Dass das mal da entgegenkommt. Und ich habe gestern bei Facebook ein Bild gesehen von einem Bus aus Mannheim. Da stand drüber November 25 Grad und der Bus hat frohe Weihnachten geschildert. Da ist jetzt ein Scherz oder was? Hat der wirklich frohe Weihnachten geschildert gehabt im November? Justin, Oktober. Ich glaub, du bist gefahren. Nee. Bin ich nicht. Ich glaube schon. Das würde nicht hinten draufstehen, beschissenes Plan. Ach ja, ich schwör. Ja. Ja, ich find's halt schade, ne? Ich meine, grad. Ach, ist grün. Okay, dann kann man weiter düsen. Allerdings ist mir gerade mal voll der Schreibfehler aufgefallen in dem beschissenes Plan hinten. Letzte beraten. Oh, egal. Passt doch. Also, ich bin fehlerfrei. Machen wir das doch so. Oh, das wird aber interessant. Ich weiß gar nicht mehr, welche Wagennummer das geplant hat. Dann muss ich mal auf den Buslager drauf machen. Ja. Ja, aber pass auf, nicht so wie hier, dass du dann das Ganze überschreibst, ne? Guck mal. Ja, weil hier ist nämlich ein VRR-Zeichen, ja, und hier hast du einfach die Nummer drüber geklatscht. Na, das bin ich nicht. Das kommt von dem, Wagennummer, die da eingetragen wurde. Okay. Das bin ich nicht. Okay. Naja. Aber es ist, eines ist mir auch noch schön auf dem Discord aufgefallen, dass nämlich der jemand, Sharkov hier, halt nämlich auch bald wieder mal Zombieland spielen. Ich habe mal gedacht, wenn das mal klappt, weil wir haben ja jetzt am Freitag den 13. Da musst du Freitag den 13. spielen. Ja. Nee, ich werde auf jeden Fall Streamer, aber ich lasse mir da was anderes einfallen. Freitag, der 13. machen wir was anderes. Der eine oder andere kann sich vielleicht schon denken, was vergangen. Die, wo mich hier länger kennen, die wissen ganz genau, was dann abgeht. Also das wären super Omsi-Fahrten, das kann ich euch schwören. Das wären lustige Fahrten. Ich lasse dir das Ding jetzt zukommen, das Halloween Repaint. Ja, aber ich glaube. Auf dem Ellie. Gerne. Final Fantasy wird gespielt. Ja.
Miss Gladbeck West. Ja. Geil, keiner will hier aussteigen. Alles andere ist abgelehnt. Lucy, schönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Guten Tag. Auch dir erstmal schön. Ich hoffe, dir geht's gut. Deine, du hast gestern einen schönen Film gehabt mit Matrix verbracht. Wir haben heute, wir haben gestern noch, gestern Abend noch den Terminator. Hasta la vista, baby. So. Oh, cool. Das Kennzeichen vorne ist auch geil. Ente 83. Oh, EN, Ende vom Ruhrkreis. ENTE 83. Ah, super. Nee, ich habe jetzt gerade gedacht, da vorne fährt mein Ducktail-Auto rum. Von der LFM. Nächste Haltestelle. Jetzt gehe ich mal eben dann der nächsten Haltestelle frühstücken. Ah. Frühstücken will er. Habt ihr gehört, oder? Den Komik. Ja, jetzt habe ich noch die Stadtrundfahrt vor mir. Ja, jetzt habe ich gewonnen. Moin. So. Jo, und jetzt macht er auch noch den Motor aus und macht da Pause. Ich fass es nicht. Oh. Justin geht wieder gut ab, ey. Nur Fehlbusse. Autsch. Autsch. Was ist da hinten los? Ja, jetzt sehe ich endlich mal was. Ja, dann bleib doch da stehen und friere dir den Arsch ab. Geht nicht. Die schwenken nur zur Seite. Das sind ausschwenkbare Türe. Och nö, und ich hab doch... Das gibt's nicht. Und ich hab jetzt eine Kehrmaschine vor mir. Justin, du musst hier unbedingt den Mund aufmachen, oder? Ich hab sie nicht vor mir. Scheiße, ey. Ich hasse dieses Scheißteil. Das sieht aus wie ein Klotz. Nee, so kriege ich wenigstens meine Fahrbahn poliert. Das seht ihr, wer der König ist. Alter Schwede. So, 5 Minuten Pause. Ja, 5 Minuten Pause, ey. Du hast ihn gleich wieder da. Was haut er hier ab, ey? Ich schnapp mal einen Kaffee, der Sack, ey. So, wo haben wir sie denn? Ach, du willst abbiegen? Ja, dann hätte ich auch fahren können. Du bist so ein dummes Ding, ey. Langsam, langsam. Ach, ja, zu spät. Zu spät, zu spät. Alles zu spät, das geht böse. Ja. Das wird aber eine lange Erklärung morgen. So. Das wird aber eine lange Erklärung. Ja, guck mal an, der Justin steht schon da, ey. Deswegen macht er auch schon Pause, ey. Das ist doch ein YOLO-Golo, oder, ey. Nee, nix den ganzen Tag. Jetzt auf einmal wollen sie Fahrkarte. Gestern wollte keine Sau bei mir was kaufen und jetzt kommen sie alle. Also irgendwas mache ich falsch, oder? Definitiv. Definitiv ist was falsch. So. So, die Zeit. Ja. 30 Sekunden. Warte mal noch. Noch jemand mit? Gut. Da steht ein LOL rum. Grüße gehen raus, mein Lieber.